Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag, heute ist der 24.09.2023, es ist 11.01 Uhr. Und falls man im Hintergrund irgendwie Geräusche hört, das sind die Hubschrauber, die über Berlin fliegen. Heute ist doch Berlin-Marathon. Gestern waren Inlineskater und heute sind die Läufer dran. Laufenden Personen, sorry. Ja. Ja. Es ist Sonntag, der Kaffee kocht, die Brötchen sind in der Heißluftfritteuse zum Aufbacken und ich werde jetzt gleich frühstücken. Ich bin ein bisschen spät dran, ich lag eben noch in der Badewanne, habe ein bisschen Streams geguckt, dann war ich bei Anuka, habe da ein bisschen geschrieben und sehe so, oh shit, ist ja kurz vor 11, du musst mal langsam in die Puschen kommen, du willst ja noch frühstücken und dann willst du ja selber streamen heute. Ich gucke mal aus dem Fenster, ob ich den Hubschrauber sehe, aber irgendwie nicht. Ja, wie gesagt, gleich frühstücken und ab 12 Uhr gibt es dann wieder Baldur's Gate für 3 Stunden. Ich mach mal zu. Also das Fenster ist schon ganz schön laut. Ich glaube, der ist direkt über unserem Haus. Es sind auch mehrere. Ah, da hinten fliegt auch noch einer. Die nehmen natürlich jetzt von oben auf, wie die Leute da um die Wette rennen. Also nicht um die Wette, zum Ziel rennen. Um die Wette wäre Sprint, aber das ist ja ein Marathon. Ja. Was gibt es zu erzählen? Gestern Abend habe ich mich mit Toni und Andi getroffen und es war sehr, sehr schön. Es war schön, in Erinnerung zu schwelgen, weil sich an Situationen und Dinge zu erinnern, die wir vor Jahren, vor mehr als 10 Jahren oder so erlebt haben und war schön, zusammenzusitzen und gemeinsam zu lachen und auch ganz lecker zu essen. Wir waren in der Schwarzen Heidi, ein Schweizer Lokal in Kreuzberg. Cottbusser Tor ausgestiegen, mich mit Toni da getroffen, der ist vom Alex gekommen mit der U8, ich bin mit der U1 dahin gefahren, sind wir da hingelaufen und dann war Andi auch gleich da und dann sind wir reingegangen und haben gegessen. Essensauswahl ist gut, es ist sehr käselastig, das darf man nicht vergessen. Es roch dementsprechend auch im Restaurant, nach Käse, ist ja klar. Fondue ist, glaube ich, ein Hauptthema, aber wir haben gestern Käsespätzle gegessen und ich glaube, Toni hatte Bündnerfleisch mit Rösti oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall was anderes, als wir hatten. Und es sah aber alles sehr lecker aus und es war doch mehr, als es erst wirkte. Also ich habe meine Portion komplett verdrückt. Andi hat seine nicht mal zu einem Ansatz geschafft. Ich glaube, die Hälfte, wenn überhaupt, hat er weggegessen gekriegt. Und als Nachtisch gab es dann noch Toblerone-Creme, also wie Mousse Schokolade, bloß mit Toblerone. Und auch die war sehr lecker. Und zu trinken gab es irgendwie eine Schweizer Limo und dann noch ein bisschen Wasser und es war schön. Die Karte war ein bisschen zerfleddert, die war nur an so einem Klemmbrett drin. Da war schwierig mit umzugehen, aber das ging irgendwie auch. Und unsere Bedienung, unser Kellner, unsere bedienende Person wirkte ein bisschen neben der Spur. Also das fiel nicht nur mir auf, sondern auch dem Andi, dass er so ein bisschen wie leicht abwesend wirkte. Der guckte einen auch immer so komisch an. Vielleicht war es auch eine Sprachbarriere, dass er bestimmte Sachen nicht verstanden hat, weiß ich nicht. Aber irgendwie wirkte das komisch, wie auch immer. Hat alles geklappt, war schön, mal zusammenzusitzen und das Ergebnis des gestrigen Abends war, dass wir zum einen mal nach Irland zu Besuch kommen sollen. Es gibt ein Gästezimmer, da können wir hinfliegen und dann werden wir da untergebracht und dürfen auf Ponys über die Insel reiten oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, was Toni da gestern erzählt hat. Und außerdem habe ich eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht mit den alten Spielkollegenden, mit den alten Spielern. Also Ingo ist da mit drin und Jonas und Toni, Andi und Icke. Und jetzt mal gucken, ob die vielleicht noch ein bisschen wächst. Ich habe sie Club der Rosinen genannt, weil der Großteil von uns ja schon recht alt und schrumpelig ist und in sich zusammengefallen. Wie so eine Weintraube, die halt so lange irgendwo liegt. Die wird ja dann auch immer kleiner und schrumpelig. Aber eigentlich wird sie süßer, glaube ich. Oder? Ja, und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht mal hinkriegen, uns zumindest zu hören. Wir müssen ja nicht unbedingt spielen, das war zwar der erste Gedanke, die erste Intention. Ach komm, lass uns doch mal DSA online spielen. Und dann dachte ich mir so, ach komm, Hauptsache wir hören uns vielleicht mal als Gruppe wieder und können gemeinsam in so wunderschönen Heldentaten und Erinnerungen schwelgen, wie wir das gestern zu dritt gemacht haben. Ja, war ein schöner Abend.
Davor habe ich 6 Stunden Baldur's Gate 3 gespielt. Das werde ich heute auch wieder tun. Von 12 bis 18 Uhr Baldur's Gate 3 weiterspielen. Ich wäre gestern fast in den zweiten Akt gewechselt, aber ich glaube, ich muss unten noch ein bisschen rumlatschen. Es gibt da noch so eine Unterwelt, die ich mir anschauen möchte. Und ja, das machen wir heute. Weil es kam auch die Info, wenn ich wechseln will. Bist du sicher, dass du rüber wechseln willst? Damit sind alle Quests verloren, die du jetzt nicht gemacht hast. Oder können einige nicht mehr gemacht werden. Und dachte mir so, oh, wartet mal kurz. Wir gehen nochmal zurück. Und das werde ich dann, wie gesagt, heute machen. Mir mal das Unterreich angucken. Die Unterwelt, wie auch immer. Ja, da wo die Tieflinge herkommen, glaube ich. Ja. Jetzt erstmal frühstücken. Gestern Abend bin ich fast wahnsinnig geworden, aber wie gesagt, muss auch im Alter liegen. Ich bin irgendwann, wann war ich zu Hause? 21:30. Da habe ich noch eine Folge von The Crowded Room geguckt und irgendwann so 10:30, um 11 wollte ich pennen gehen und dann fing dieser Typ, der vor unserem Haus da ab und zu mal wohnt, der ist jetzt wieder da seit 2, 3 Tagen. Der singt dann auch manchmal sehr schön, aber gestern Abend hat er wieder so eine Wutattacke gekriegt und hat, glaube ich, eine Viertelstunde lang rumgeschrien. Im Hinterhof fing der Hund an zu bellen, der hier jetzt seit ein paar Tagen im Haus mitwohnt. Und ich dachte mir so, was ist denn hier los? Haltet doch mal bitte alle eure Schnauze oder Fresse, je nachdem, ob Mensch oder Tier. Ich habe Fenster hinten zugemacht, Balkontür zugemacht, damit ich so gut wie nichts mehr gehört habe, damit ich schlafen konnte. Wo ich denke, das kann doch nicht sein. Was ist mit den Menschen nicht richtig und mit den anderen Menschen auch nicht, die Tiere in eine Wohnung sperren und sich dann anscheinend nicht um die kümmern? Bin gestern nach Hause gekommen, da bellte der schon, 9:30 irgendwie. Da hörte ich ihn vorne raus, der muss also hier irgendwo im Vorderhaus in irgendeinem Stockwerk sein. Und du hörst ihn halt über den Hinterhof. Und das passiert dann auch manchmal nachts. Ja. Schön, ne? Also war nicht nur ein schöner Tag, sondern auch ein stressiger Tag gestern. Ganz schön. Oh Mann. Heute ist übrigens Tag der Gorillas. Also sagt mir zumindest Windows. Weltgorillatag. Ich warte mal noch auf den Weltnilpferd- oder den Weltfaultiertag. Den gibt es bestimmt auch. Gut. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Sonntag. Alle, die beim Marathon teilnehmen, kommt da gut durch, kommt gut ans Ende des Marathons. Happy Running und ich werde jetzt mir erstmal den Poppes auf dem Sofa breit sitzen und was frühstücken und dann hier vom Computer sitzen und mit den Poppes breit sitzen und Baldur's Gate weiterspielen. Ich freue mich schon drauf. Also dann bis später. Habt einen schönen Sonntag, falls wir uns nicht hören, und dann hört er mich vielleicht am Montag wieder. Bis dann.